Im Schloss Bratelä sind wir auf Besuch an der neuen Kunstausstellung. Wir sehen hier Richard Rebmann, Robin Schmidt und Steve Meyers. Und das Regio TV Plus hat für euch auch gerade die Chance, einen der Künstler zu verwünschen. Steve, sag mal, wenn ich deine Skulpturen anschaue, ist das überhaupt richtig? Sagt man dem Skulpturen oder ist das ein kleines neu erfindetes Männchen? Ja, ich denke, man kann verschiedene Begriffe wählen. Skulpturen, wahrscheinlich sind Skulpturen im Wesentlichen sind es einfach Objekte, die einem zum Lachen bringen können. Das ist so mein Ziel, dass sie die Ironie vom Leben ein bisschen widerspiegeln. Es hat fast etwas Karikaturistisches drin. Jetzt, wie bist du denn auf das Manöckchen gekommen? Ich sage jetzt mal den langgezogenen Frosch. Ja. Ja, das ist natürlich ein ganz grosser Entwicklungsschritt. Ich habe von Anfang an immer modelliert, schon während meiner Lehrzeit. Und bin dann immer mehr auf die Figur gestossen mit diesen grossen Augen. Ich habe ja auch Wandspreierei gemacht in Basel, darf man eigentlich gar nicht sagen. Aus dem heraus sind dann immer mehr auch die Figuren entstanden. Und das Grün ist einfach das metallische Grün-Bronze-Effekt quasi. Botschaft ist, wie gesagt, immer ein bisschen die Ironie und das Bizarre, Groteske in dieser Welt zu widerspiegeln. Du hast das Figürliche angesprochen und da besteht auch ein bisschen der Zusammenhang mit deinen Kollegen. Wie ist jetzt die Ausstellung so zustande gekommen und wie gehört das in dem Sinn figürlich zusammen? Ich meine, Porträt ist ja nicht das gleiche wie eine Skulptur. Nein, das ist einfach der Überbegriff von dieser Ausstellung. Es sind vorwiegend figürliche Darstellungen, also Malerei, Zeichnung und eben die Figuren von mir. Und das haben die Ausstellungsmacher als Überbegriff genommen und haben dann die Künstler so zusammengestellt. Jetzt interessiert mich noch, Steve, wie geht es denn bei dir weiter? Du hast jetzt eigentlich dein Manöckeli schon kreiert. Geht das jetzt weiter? Sucht man hier nach etwas Neuem oder probiert man mit dem Gegenstand, den man entwickelt hat, weitere Sachen anzustellen? Nein, ich muss sagen, da bin ich Gott sei Dank nicht so wie andere Künstler, die dann meistens das Gleiche machen über Jahre. Ich komme immer wieder auf neue Ideen. Jetzt habe ich wieder Draht einbezogen. Ich arbeite jetzt viel mehr mit Draht, mache Flugobjekte. Und die haben wieder ganz einen anderen Charakter. Und so kann sich das von Ausstellung zu Ausstellung immer ein Stückchen weit verändern. So dass sie in 10 Jahren wieder ganz anders aussehen, die Figuren. Woher bringst du das? Du hast früher gar nicht Kunst in dem Sinn studiert und trotzdem einen kunstvollen Job eigentlich ausgeübt. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe eine Dekorationsgestalterlehre gemacht ursprünglich und bin nachher dann die Fachklasse für Bildhauerei in Basel. Und habe eigentlich sukzessiv immer mich weitergebildet, habe Oberkurs besucht im Modellieren, bin gezeichnet. Das ist so eigentlich der Werdegang, ja. Wo ist für dich die Grenze von den Materialien, die du damit umgehen kannst? Hast du schon mal ein bisschen vorher geschaut? Also ich kann nicht schweissen und solche Sachen, aber ich probiere natürlich alles aus. Ich finde sogar Sachen auf einem Schrottplatz, die mich inspirieren kann. Und tue die Teile in das Objekt integrieren. Was auch immer, von einer Tür fallen bis zu einer Zündkerze, die da irgendwo in der Ausstellung auch noch immer versteckt ist. Und so arbeite ich eigentlich mit all den Materialien sehr gern. Also eine wundervolle, spannende Ausstellung für euch hier im Schlössli in Bratelä. Ich glaube, ein Muss, die euch verweilen und schaut die wundervollen Kunstgegenstände an.